und seid herzlich gegrüßt bei der Scooterschrauber. Es lässt mir keine Ruhe. Ich fahre ein zweites Mal raus. Und zwar versuche ich oder möchte mal was versuchen. Mission Drohne. Ja, ich hatte jetzt meine ganzen Sachen noch mal ein bisschen laden lassen. Ich hatte vorhin schon eine zweite Drohne dabei, die ich aber ja nicht eingesetzt habe. Warum auch immer. Wir fahren noch mal zu dieser Stelle hin. Hier ist die Stelle, wo ich vorhin geflogen war. Also noch nicht hier, aber wir kommen da gleich hin. Und ich möchte noch mal was versuchen. Es wird zwar schwierig, aber ich möchte es einfach versuchen. Diese ganze Zeit, die ich da abgelaufen habe, die ganze Strecke, hat ja nun nichts gebracht. Ich fahre jetzt auch mal ein Stückchen weiter, so dass ich an diese Stelle auch ein bisschen näher rankomme. Ja, das ist schon eine verzwickte Sache. Ich würde sagen, ja, so ab hier. Würde ich sagen, genau, ich halte genau hier an und dann versuche ich mal eine Suchaktion zu starten. Ja, schon mal alles vorbereitet. Wir nehmen natürlich die 440er, und zwar kann ich hier die Kamera nach unten stellen und ich möchte mal das ein oder andere Stück vielleicht absuchen. Ich weiß nicht, warum ich das vorhin nicht einfach gemacht habe, aber sowas kommt einem dann oder fällt einem dann später ein. Was ich jetzt mache, ich mache mir jetzt noch mal eine Zigarette an, wir beruhigen uns und dann geht es los. Ich weiß noch nicht, wo ich anfangen soll. Könnt ihr da hinten das erkennen? In die Richtung. Ich sehe gerade nicht genug. Da oder da, mehr da, glaube ich. In dieser Richtung ging das Teil ja nun ab. Also die Drohne. Aber ich weiß nicht, wo sie geendet ist. Ich habe sie nicht mehr gesehen. Sie war weg. Einfach spurlos aus den Augen verloren. Von daher würde ich jetzt ganz gerne mal hier noch mal so einen kleinen Kreis drehen, aber auch nicht zu weit entfernt von mir. Ich werde dann auch hinterher gehen und werde ein bisschen gucken, ob ich da vielleicht was zu sehen bekomme. Ich habe euch jetzt mal so ein bisschen in die Richtung mit eingestellt, um zu sehen, ne? Dann gucken wir da mal gemeinsam. Ich hoffe, ich kriege das, die Drohne schnell verbunden mit dem Handy. Jetzt ist es komplett windstill. Komplett. Warum habe ich nicht gewartet? Ich nehme mir jetzt einen Ersatzakku mit. Ich habe die Drohne, ist soweit vorbereitet. Und ich lasse sie jetzt mal übers Feld fliegen. Das heißt, ich drehe sie und lasse sie jetzt mal in die Richtung fliegen, wo ich es vielleicht denke.
Ich habe die Kamera nach unten geneigt. So, wieder rüber. So. Und vorwärts. Entferne mich! Also! Der Akku hat richtig lange durchgehalten und würde weiter noch durchhalten. Ich möchte jetzt ein Stück vorfahren, weil wenn, dann kann sie nur da hinten in dieser Ecke sein. Ich fahre jetzt nochmal mit euch weiter vor. Noch blinkt die Drohne nicht. Ich habe sie einfach angelassen. Ihr seht, ich kann normalerweise schon fliegen. Muss mich natürlich auch einfuchsen, aber... ihr seht, normalerweise gerät mir sowas nicht so schnell aus der Hand, aber es ist eben passiert. Gut, steigen lassen. Na? Hoch damit. So. Kamera. Auf Tiefe einstellen. So. Und die Aktion geht weiter. Ja, wieder ein Stück weiter fahren. Geht nicht anders. Das ist gerade das Einfachste für mich. Deshalb fahren wir jetzt wieder ein Stück weiter, weil ich schätze mal, sie ist da hinten mehr, da in dieser Umgebung. Hoffe ich. Ja, das wird ein unendliches Video. Warum steht ihr denn so schräg? Ihr steht ein bisschen schräg, aber es kann sein, dass der Roller schräg steht. Ja, nächster Abschnitt. Ansonsten, wenn das heute nicht funktioniert, dann werte ich das Video aus, was ich dann aufgenommen habe von der Drohne. Und dann wird sich ein Abschnitt noch mal ein Stück vorgenommen. Vielleicht habe ich ja Glück und finde sie. Gut. Zigarette an, weiter marschieren. Das Schöne, es ist total windstill. Jetzt kann man richtig gut fliegen. Und ihr seht ja, es klappt ohne weiteres. Aber gestern war der Wind schon so hart. Heute noch härter sogar. Und ich hatte mit der falschen Drohne vielleicht angefangen. Wer weiß. Gut, weiter geht's. Mission. Sucht die Drohne. Geht weiter. Hier ist meine Markierung. Ich habe mir hier extra eine Markierung hingelegt. Oh, zurück. Möcht ihr auch was sehen können. Jawohl. So, wir fliegen wieder über den Acker. Vielleicht fliege ich sogar mal ein Dreieck. Mal gucken. Oh, schon wieder gegengekommen. Gut.
Los geht's! Ja, zu Hause werde ich die Aufnahmen noch mal ein bisschen auswerten. Vielleicht fällt ja irgendwo was auf, was ich jetzt übersehen hatte. Ansonsten muss ich mir mal überlegen, mache ich mir eine Markierung und wir gehen noch weiter Richtung Brückenstückchen. Ansonsten wüsste ich nicht, wo ich da noch suchen soll. Und jetzt fängt gerade sozusagen der Sommer fast an. Es blüht schon alles und man kann noch weniger sehen. Ihr konntet es ja verfolgen. Und ich denke mal, das hat auch ganz gut geklappt. Also, hiermit verabschiede ich mich schon mal. Ich denke, das Zurückfahren ist nicht so wichtig. Deshalb verabschiede ich mich jetzt hier. Außerdem ist meine Tanknadel fast auf Null. Ich muss unbedingt Sprit nachtanken. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Grüße an euch gehen natürlich auch nochmal raus. Und habt einen restlichen schönen Sonntag. Macht's gut. Tschüss. Ach Leute, wisst ihr was? Ich nehme euch noch ein Stück mit. Aber ich muss unbedingt tanken. Unbedingt. Mein Tank sieht gerade nicht so gut aus. Gut. Ja, nun habt ihr ja mitbekommen, die Aktion. Bis jetzt hat sie nicht geklappt. Aber ich arbeite mich noch mal ein bisschen weiter vor. Vielleicht besteht ja das Glück, aber es darf natürlich nicht extrem regnen, weil dann nützt sie mir auch nichts mehr. Ich probiere es nochmal. Ich weiß ungefähr, wo ich das letzte Mal jetzt war. Und dann schauen wir mal. Da lagen Baumstümpfe. Das habe ich mir so ein bisschen eingeprägt. Ja, also ich sage jetzt nur viel Spaß bei der Rückfahrt. Wir filmen mit der GoPro 8 weiter jetzt. Und habt einen schönen Abend, wie ich es schon erwähnt hatte.